Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Michael? Michael, hörst du mich? Holy shit, ich sehe gar Falls du nichts. das hörst, weißt du, wo du mich findest. Ich werde ihn töten. Wahrscheinlich nicht Michael, sondern den, der uns abgeschossen hat. Mit dem Strahl, aber Junge, ist hier dunkel. Weil da steht, drücke N. Keine Ahnung, wir sind okay, wir können nicht cheesen. Ey, Digga, wir müssen echt jetzt mit diesem Kackstrahl machen. Lol. Okay. Na, dann wollen wir mal. Hallo, Taschenlampe? Ich habe noch meinen Bogen, okay. Problem ist, wie geht das Taschenlampe an? Hallo? Ich muss kurz mal nachgucken. The fuck, die ging einfach aus. Tastatur, Kampf. Feuermodus. Ja, eigentlich müsste das 2 sein. Das ist ja das Upgrade. Bla 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 bla. What the hell? Ich bin gerade ein bisschen baff. Genau, hier steht auch die 2. F-Taste, dein Ernst? Wer hat das auf F gelegt? Oh mein Gott. Ich sehe einen Scheiß. Es ist dunkel. Mir gefällt es nicht. Oh, ich muss da hoch. Wunderschön. Ne, ich muss da runter. Finally. Ach, come on. Neustartsequenz läuft. Maximale Panzerung. Fehlfunktion festgestellt. What the hell ist passiert mit dem Anzug? Hier doppelt F drücken. Na, 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 na. Irgendwas ist da gleich. Oh, mir gefällt es nicht. Neustartsequenz läuft. Tarnfeld aktiviert. Derzeit nicht verfügbar. Junge, dein Ernst? Willst du mich verarschen? Wo sind wir? Merkt ihr, wie es auf einmal ruhig wurde? Extra für diesen Moment. Hier ist gleich was. Hier ist 100% gleich was. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Kontrollpunkt. Heißt Gegner. Oder es passiert gleich was. Ich habe mit Prophet geredet. Er wird verrückt. Was auch immer in der Sphäre passiert ist, hat ihn ziemlich aufgewühlt. Verschwinde aus meinem Kopf! Ja, ich glaube, deswegen haben wir das blockiert. Damit man nicht mit dem Schwarm kommunizieren kann. Das ist crazy. Cell, ja moin. Wie weit noch? War ja klar. Zum Teufel sind wir jetzt gelandet. Auch Glück gehabt, ne? Kein Panzermodus, nix. Für 60? Ne.
Alpha Seth. Sie verlieren sich an die Serenzi. Ich bin der Alpha Seth. Ja, der will versuchen, uns Gehirnwäsche zu machen. Oh. Hier beginnt schon deren Technologie. Okay, aufpassen. Oh, oh. Das ist so ein Schwarmficker. Oh, no. Aber bis jetzt kann ich noch nicht markieren. Noch nicht, okay. Wieso geht Taschenlampe nicht mehr? Komisch. Wow. Da ist er. Der Energiestrahl. Da müssen wir hin. Alter Junge, wie es hier runter geht. Drücke F für was, egal. Oh, ist hier dunkel. Und Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, das soll so dunkel sein. Ihr kleinen Wichser. Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar Identitätsstörungen. Raus aus meinem Kopf, Junge, ohne Scheiß. Kontrollpunkt. Zwei Dinge konnten wir schon mal markieren. Holy. Okay, sprit. Wow. Hier ist auf jeden Fall vieles los. Alter, das ist ja wie in Crysis 1 mit Nomad. Oder wahrscheinlich Prophet, wo er alleine hier drin war. Holy shit. So, 5 Meter noch. 3 Meter noch. Jawohl. 52% der geschätzten Energiespitze. Xenosev Kampfschiff-Signatur geortet. In 30 Minuten. Piss dich, Tonne. Wunderschön. Der Mike. Nice. Mike ist weg. Mit auch noch dem Visier hier. Hm, könnte funktionieren. Bei dem Gebiet hier, weil es so dunkel ist. Lampe geht immer noch nicht. Kacklampe, Junge, wirklich. Granaten. Raketenwerfer. Die geben uns heftige Geschütze hier vorne direkt. Das ist sehr, sehr komisch. Ja, das muss hier anfangen, oder? Zell 23, Sensormine. Alter, wir sollen jetzt wirklich hier durch ohne unseren Panzer. Haha, ja moin. Das ist heavy, okay. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist genau den nehmen. Mit Elektro und die One-Shotten. Um das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Oh no. Scheiße. Nicht gut. Reaper-Kanone.
Drecksding ist kaputt gegangen. Ich hoffe es jedenfalls. Okay, ich nutze jetzt erstmal, glaube ich, alle Pfeile und dann stocke ich auf. So. Zwei Stück. Auch nicht schlecht eigentlich. Für die Verhältnisse. Wunderschön. Noch einen verbauen. Oh, hat gereicht. Hammer nice. Okay, die haben wir aufgeräumt. Holen wir jetzt neue Munition wieder. Danke sehr. Ich leg mal zur Not die hier rein. Wobei, ne, machen wir lieber normal erstmal. Und dann geht's weiter. Das hacken wir auch nochmal. Und dann sind wir schon fast beim Ziel. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt Level ist. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall versuchen, das alles in diesem einen Part durchzuballern. Ah, okay. Noch mehr? Nee. Viele verschiedene Alien-Waffen hier. Gefühlt schon vorprogrammiert liegend. Kriege ich da meine Energiereserven wieder sozusagen? Oh, her. Irgendjemand spottet mich jedes Mal, deswegen das Geräusch. Aber... wo? Oh. Oh no. Ich. Nein, 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 nein. Nee, irgendwie habe ich kein gutes Gefühl gehabt, so ganz und gar nicht. Holy shit. Seid ihr bereit? Zu opfern, zu opfern. Was wird nötig sein? Muss ich mehr zum Seth werden als die Seth? Was wirst du dann tun? Oh fuck. Sie kommen. Oh, die sind das viele. Und deswegen die Energiequellen wahrscheinlich. Na, ich muss die markieren, ich sehe die so schlecht. Jawohl. Erschöpft. Da ist aber noch einer. Okay, Die Energie. Ich brauche mehr. Come on. Wunderschön. Okay, jetzt haben wir hier alle fertig. Ich nehme die Waffe mit. Ich glaube, die
Die Minigun von denen ist am besten, vermute ich jetzt mal. Okay, rennen wir weiter. Wir brauchen noch mehr Energie, sagt er. Okay. Freiheitsstrahl. 61%. Och, wir haben wieder endlich. Jawohl. Maximale Ausdehnung. Xenosef Kampfschiff. 25 Minuten. Nanovision aktiviert. Let's get it. Haben wir. Wir haben unser Wesen grundlegend verändert. Wir hatten nur diese Chance. Wir mussten wie sie werden. Das Scheiße. Je mehr wir das machen, desto mehr kommunizieren wir damit. Kurz mal weg damit. Wehe, du fällst runter. Das noch nicht. Ja, Licht geht nicht mehr. Cool. Aber lohnt sich hier, glaube ich, nicht. Deswegen Sniper. Back to business hier. Und dann da unten die Munition mitnehmen. Wunderschön. Und dann gehen wir natürlich das Anflugfeuer untersuchen. Erstmal. Pfeile haben wir noch voll. Tiefer in die Höhle vordringen. Ja. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich will wissen, was diese Sekundärmission bringt, tut. Let's go. Nanovision aktiviert. Okay, irgendwie gefühlt so ein leicht anderer Weg. Oh, Grendel. Ja, müssen wir mal gucken. Weil ich glaube, die Sniper hier nicht so geil zum Einsetzen. Wegen den engen Gängen. Aber wir müssen mal gucken. Komm näher, wir kommen näher. Keine Ahnung, ob ich jetzt den richtigen Weg gewählt habe oder nicht fürs Erste. Ob ich das umgehe, habe ich auch keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, ich bin irgendwie... Ich habe es im Gang irgendwie, scheiße. Ja, ich gehe gleich zurück noch einmal. So, da hinten ist noch was, ein Gauss-Gewehr. Ja, das ist schon besser. Bevor ich dahin gehe, wie gesagt, erstmal. Ein Mind Carrier. Ich kann ihre Energie gegen sie einsetzen. Jawohl, come on, gib her alles. Das brauche ich nicht. Wunderschön. Da ist noch was. Oh. Sehr gut. Kurz regenerieren. Ich lasse die Kanone hier, damit die nicht leer wird. Na schön, Junge. Weiter so, weiter so. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir es. Ah, ich hasse das, dass man nicht sieht, wann das kaputt geht, oder habe ich nicht drauf geachtet? War das schlecht.
Ah, na gut. Second try. Dann vielleicht erstmal mit dem Bogen die Viecher killen, weil irgendwie, ja, wäre das nichts damit. Dann halt nochmal. Geht natürlich. So. Ein Mind Carrier. Die erst spawnen. Ich kann ihre Energie gegen sie einsetzen. So, nochmal alles schnell markieren. Da ist der Ficker schon wieder. So, jetzt komm her, Junge. So, so, so. So. Bogen. Elektro. One-Shot. Nein! Das Geilste ist, wo läuft der hin? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Da nochmal. War das schlecht. Quickscope. Immer schnell hin und her. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Arbeit geleistet. Da hinten ist noch einer. Da komme ich aber nicht ran. Was ist das hier? Irgendwas anderes wieder. Minen. Da kommen mehr. Verstärkung. Schnell noch mal hinken. Sehr gut. Der macht gerade Arbeit, das Geschütz, ohne Scheiß. So, Raketenwerfer. Jawohl. Oh, zwei mit einem oder was? Den kriege ich nicht dahin. Ui. Los, Geschütz, hilf mir. Come on, come on, come on. Ah, man sieht sie von hier nicht. Aber ich habe Kontrollpunkt bekommen. Warum auch immer. Nee, wir machen erstmal hier hinten weiter. Pfeile nehme ich mit. Reaper-Kanone nehme ich gleich mit. So, ich brauche den Infochip. So. Dann switchen wir zum Ghost-Gewehr. Damit fahren kann ich nicht, oder? Haben wir. Schwer zu sehen. Hey, lass mich nicht runterfallen, du Ficker. Da sind die Raketenwerfer, die ich brauche. Die sind zu viele. Ich sollte mich damit nicht zu sehr aufhalten. Pass auf, ich sollte auf jeden Fall den nochmal aktivieren. Die Raketenwerfer holen. Dann zurück den anderen Gang untersuchen, den wir umgangen haben, aus Versehen. Wunderschön, Junge. So muss das sein. Come on, ich lenke euch gerade nur hier hin. Noch weiter hin. Sehr schön. Das war das Ziel.
Und wir haben es erreicht, das gefällt mir. So, komm mal, gib mir her. Oder ist voll? Nee, ist nicht voll. Wieso nimmt er das dann nicht? Komisch. Boah, treffe ich das? Scheiß drauf. Schöner Triple. Mehr geht nicht, sagt er. Nee, daran glaube ich nicht. Nee, 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 da muss noch anders gehen. Ein Schuss ist free. Oh, oh Mann, ich hasse nee, diese Waffe. Na gut. Come on, kümmere dich um den. Du bist genau in seinem Schusswinkel. Schöne Geschütze, wirklich. Wenn die jetzt noch mitfahren würden, mich beschützen, Junge, da wäre ich so zufrieden. Ja, die kommen unendlich. Das ist jetzt auf jeden Fall klar. Weg hier. Die nehme ich mit. Keine Zeit verlieren, also gib ihm. Ja, die Reaper-Kanone ist natürlich ein bisschen schade, aber gehen wir mal zurück. Wir werden auf jeden Fall den Gang untersuchen, wo wir hin sollten. Vorher. Außer, warte, lass mal Map gucken. Wir sind hier gegangen, wir hätten hier gehen sollen, da wären wir sofort da gewesen. Hier gehen wir nur außen rum. Scheißegal, gehen wir einfach mal da hin. Ich hoffe, ich recke hier nicht, das wäre so scheiße dann. Weil wir sind ja auch ein bisschen langsam mit dem Ding. Oh. Ma, Junge, ich hasse diese Kanten, die so programmiert werden, dass man auf jeden Fall fällt. Du siehst, du kannst dich noch ein Stück eigentlich da drauf stellen. Nein, hast du nicht. Manovision aktiviert. Boah, ist das Game. Los, 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 los. Sprinte, mein Freund. Wir müssen dahin. Oh, dann doch nicht. Aber wir haben noch eine Möglichkeit, Pfeile wieder zu holen, falls wir die unbedingt brauchen. Nee. Markieren wir nochmal. Kühlsystem auf sabotieren. Oh. Das ist doch gut, dass wir hier lang gegangen sind, ne? Okay, wären wir wahrscheinlich so oder so hingekommen, aber ich meine nur. Hammer nice. Gut für uns. Schlecht für die. Oh, fucking hell. Wieso ist es so weit entfernt? Gibt es doch vielleicht einen Weg, ohne dass ich auf die Fresse fliege? Ja, hier ein bisschen. Oh, wir kommen Stück für Stück näher, aber ja, dauert ein bisschen. Bis wir da mal angekommen sind. Da hinten sind noch mehr Raketenwerfer. Junge, man kann einfach dumm ballern, gefühlt. Und weiter. So, wieder unsichtbar machen. Irgendwas habe ich bemerkt. Aber was? Komm, was sind das viele? 74. Energiespitze. Alter. Kampfschiff. 20 Minuten. Scheiße, ist das schwer. Ich glaube, das ist der Nachteil an meinem Upgrade. Hier mal kurz den Bogen. Das Ding ist so nervig. Uiuiui, Junge, fliegen gelernt. Okay.
Ja, die werden es verteidigen. Ich habe es verstanden. Wir werden es aber trotzdem verwunden und kaputt machen. Come on, los, 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 holy. Müssen wir auch mit dem Bogen machen. Boah, ist das broken. Ey, wie gut wäre die K-Volt hier nur. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Da noch nicht. Okay, haben wir. Lass mich checken, schnell. Gut, schnell geht nicht. Beeilung, Beeilung. Haben wir alles. Boah, wir sind nicht so mobil mit dem Ding, ey. Dauert 10 Jahre, aber wir haben ordentlich Power. Unterm Kessel. Oder im Kessel, je nachdem wie man es ausspricht. Ja, man merkt den Rückschuss bei großen Waffen jetzt. Weg mit dir, ich habe keinen Bock so zu sterben. Und weg hier. Haben wir geschafft, ne? Genau, haben wir geschafft. Kühlsystem sabotiert. Hier ist noch was. Ich höre was. Irgendwelche Beine hier am rumlaufen. Egal. Pfeile mitnehmen. Kaputt machen. Let's go. Halt. Wir brauchen eine Reaper-Waffe. Wir werden gleich wieder 100 Kraft haben. Reaper-Kanone. Reaper-Mörser. Nehmen wir den Mörser. Okay, der zweite. Nicht nur ein Anzug, ein Exoskelett. Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Du willst mir was sagen, hä? Du denkst, die Aufladung des Nanosuits kann dir nichts anhaben? Dann pass mal auf! Okay, okay. Gib ihm. Ihr kleinen Wichser. Mein Gott, ist das strong. Ey, wo bist du denn, du Ficker? Junge, der stirbt nicht. Ah. Haben wir. Energiespitze. Tachyon-Partikel. Oh Gott. Wir haben hier nichts mehr, ne? Nee. Ich renne jetzt einmal nur hier unten durch. Ich prüfe, ob noch eine Mission kommt oder so. Hier, Kontrollpunkt. Haben wir, ne? Jawohl. Junge. Energiequelle erschöpft. Okay, okay, okay. Nachladen, gucken. Brauchen wir irgendwas? Nee. Weiter geht's. Hier muss noch ein Mindcarrier sein. Yep. Da gehen wir jetzt hin. Da oben. Wir sprinten. Oh, wir sind schon direkt hier. Perfekt. Easy, rein da.
Boah, meine Augen. Weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Sie haben keinen Namen. Ist er ein Self? Ist er überhaupt ein Mensch? Rekombinant DNA. Gott nochmal, sieh dich an! Jawohl. Ist es das? Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist. Jawohl, Junge. Alter Schwede. Sie sind überall. Boah, Junge. Der Mörser ist echt strong. Unter mir, markieren. Haben wir noch irgendwas übersehen? Keine Gegner? Nein, wir müssen da lang. Wunderschön. Schöne Mörseinheit. Okay. Jetzt noch ein Sniper wäre echt heavy gewesen, aber das sollte erstmal reichen. Wir gehen nach vorne. Ah, von hier aus können wir nicht schießen und werden noch Sterne runterfallen. Also, weg hier. Energie haben wir immer noch unendlich. Wo ist ein sicherer Weg nach unten? Wahrscheinlich hier, wo die hochgekommen sind. Jawohl. Ah, du auch? Ja, easy, Junge. Na los jetzt. Alter. Der schluckt aber auch, der Dicke da, ey. Junge. So, los, 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 los. Ignorieren die kleinen Viecher. Noch mehr Einheiten. War ja klar. Heavy, nee. Gesessen. Der hat super doll gesessen. Alter, ich habe so viel Energie. Unendlich? Ich glaube, ich habe unendlich Energie. Okay, wir müssen rüber. Hier ist gar nichts mehr. Pinch-Gewehr. Nee, 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 nee. Los. Sprint. Sprint, Junge. Alter, ich brauche was Genaueres. Das hat zwar... Ich weiß nicht, was es tut, aber ich aktiviere es mal. Mein Gott, die pushen gerade. Alle down, alle down. Ich habe das Gefühl, ich mache damit die Einheiten kaputt vielleicht. Oder so. Habe ich ein Sekundärziel? Nee. Holy guacamole. Ne, einer ist hinter mir. Easy, Junge. Dein Kackschutz bringt nichts, wenn das Explosivdinger sind, ey. Holy. Okay, ich fühle mich gerade overpowered as fuck. Ich kann leider nicht die Anzugenergie benutzen, richtig. Aber dafür habe ich so viel für was anderes wieder gewonnen. Ich gebe den Mörser, Junge. So, einmal deaktiviert. Zweites Mal deaktiviert. Mal gucken, was das bringt. Drittes Mal. Doppelseitig oder nur einseitig? Einseitig, okay. So, mein Freund, ich komme. Ist es das Finale? Was da hinten zu sehen ist oder nicht? Bin mal gespannt. Hier muss ich nicht aktivieren, ne? Nee. Hol Luft, Junge.
Let's get it. Da hinten, Junge. Ey, Junge, das Ende der Welt. Holy shit. Los, los, los. Jawohl, du schaffst es. Da sind wir. Cutscene. Da ist er. Der Brocken, ey. Alter. Oh, wir werden reingezogen. Einfach sehr vernichten. Wie? Ich habe neue Waffe. Oder auch nicht. Du Hurensohn. Jawohl, du und ich. Genau wie geplant. Komm schon. Ich kann nicht schießen. Piss dich, Leertaste. Leertaste. Sind wir okay? Holy. Alter. Nein. Dieser Anzug gehört mir. Sehr gut. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Ich halte doppelt so viel aus wie du. Wo bist du? Alter. Come on, come on, come on, come on, come on. Hilf mir. Du geiles Geschütz. So, der kommt wieder wahrscheinlich, ne? Ich will kurz gucken, was für Waffen hier wir noch haben. Weg mit dir. Hier, das kann ich gerne benutzen. Schön. Alter Schwede. Ziehen wir es durch. War das schlecht. Wait, ich brauche mein anderes Gewehr. Holy. Das war knapp. Mach an. Ah. Doch nicht. Come on. Gib mir das. Schon wieder? Ich spam schon vorher.
Verpiss dich, Junge. Ich muss immer noch zu den Energiedingern. Ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. Ich bin besser als du. Jawohl, Junge. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Jawohl, Junge, gib ihm. Alles markieren. Okay. Warte, unsere Gauss-Kanone ist eh Schrott. Gib mir das Ding hier, wir gehen voll Nahkampf. Ah, hier wäre die Muni gewesen, egal. So, wo ist meine Reaper-Kanone? Da. Oh, der hat gesessen. Keine Muni mehr. Los, Junge. Die Waffe fühlt sich echt gut an. Darfst du zu schießen? Alter, die sind so nervig. Und weg damit. So. Gib mir das. Schnell. Er muss mir unbedingt helfen. Du Ficker, Junge. Oh, Spamming. Du gewinnst nicht, Junge. So, geschafft. Jetzt oder nie. Zerstören, übernehmen, je nachdem. Da ist ein Hirn. Jetzt die Frage, ist das ein Bug? Weil ich habe mal gelesen, manche Cutscenes gibt es kein Audio. Er gehört dir, Boss! Sniper! Fuck. Mit dem Bogen. Das ist für das Raptor-Team, du Hurensohn. Bam, Alter. Mit dem Bogen, den er uns gegeben hat. Und die überladen sich auch. Scheiße, ey. Kettenreaktion. Was ist aber mit dem Strahl? Irgendwas muss damit ja sein. Der Fall. Der verdammte Gurt klemmt. Oh no. Michael! Oh, das war ja heavy. Halt mit Ellbogen. Ich hol dich raus! Keine Zeit. Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durch. Ich werde dich da rausholen. Come on, was muss ich machen? Gar nichts, ist eine Cutscene. Fuck. Einzige Schwäche, Cutscene, same.
Zug! Ich kann nicht! Verdammt, Bots! Es ging nie nur um den Anzug! Landen wir auf der anderen Seite? Was seid ihr bereit zu opfern? Level geschafft. Erfolg. Und dann sind wir hier, genau. Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war. Und wurde Prophet. 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschengedenken. Nur Befehle befolgt? Ist der überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Jetzt kommt's. Halt! Halt durch! Jeder hat eine Wahl. Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Halt! Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es geht nie nur um den Anzug! Bart, halt durch! Lawrence! Bart! Boah, Tintus-Effekt, wa? Und hier enden wir. Wehe. Ist aber... Ja, okay, ich drück Enter. Epilog? Oder was? Nein! Synaniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale. Orbitale. Vernichtung. Yo, nice. Alter, sogar Düsen zu fliegen? Geil. Er wird ihn übernehmen. Holy. Gib ihm, Junge. Oh mein Gott. Junge, das... Nee. Shit. Alter. Das war mal ein fetter Strahl. Yo. War ein Feuerwerk. Jetzt wird er aber auch von der Energiewelle wahrscheinlich getroffen. Fliegt zurück auf die Erde oder was? Ja, da ist der Druck und... Ja, er fliegt Richtung Erde. Achtung! Boah. Junge, wie viel der Anzug es schafft, Junge, das ist unnormal da. Jetzt wird ja durch diese Geschwindigkeit verbrannt. Was macht der Anzug jetzt? Ins Wasser? Okay. Fuck, Urlaub oder was? Okay, hat er sich verdient, aber hat er wirklich jetzt Urlaub oder was? Eine schöne Hütte wie in dem ersten Teil, okay. Sag mir nicht jetzt auf links schauen. Und jetzt kommt Nomad oder was? Holy, so sieht Prophet aus.
Richtig. Junge, Cyberpunk, bevor Cyberpunk da war, oder was? Heftig. Der ist halt ein Cyborg, ne? So indirekt. Unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Warte, braucht er keinen Anzug mehr? Er ist der Anzug? Dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Informationen und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Das ist Link Shan. Das Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Jawohl, Junge. Mein Name ist Lawrence Barnes. Ich hab's gesagt, Junge. Heavy. Sie nannten mich Prophet. Das ist aber auch ungewöhnlich jetzt, ne? Wenn man diesen ikonischen Anzug nicht sieht. Aber kann ja sein, dass er, wenn er sich wirklich in sehr doller Gefahr befindet, dass er auf einmal wieder den Anzug hat, sozusagen. Und das ist jetzt nur so eine äußerliche Erscheinung, die er sich verändert. Hammergeil. Aber das wäre irgendwie komisch, aber auch das Cover vom vierten Teil zu sehen, da ist nicht mehr der Anzug drauf, sondern er. Der ist so richtig ungewohnt, aber verständlich halt. Heavy, da haben wir es durch. Hammergeil. Perfekter Abschluss, sogar noch einen Tag davor, bevor Ghost of Tsushima rauskommt, Junge. Boah, noch geschafft, Gott sei Dank. Nice one. Gut. Dann haben wir alles durch, wie wir sehen. Oh, 7 Stunden gebraucht, hätten wir natürlich schneller durchspielen können. Also es wurde ja grob gesagt 5 bis 8 Stunden oder so. Oder 7 Stunden, je nachdem wie man spielt. Ja, passt ja. Wenn man natürlich ein bisschen erkundet und guckt. Ja. Ein Aufsatz haben wir nicht gefunden. Das ist immer so ein Klassiker. Nicht alle Nahrungsmittel-Upgrades. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt nicht mal alle benutzt oder so. Aber bin zufrieden. Hammergeil. Mal gucken, wie der vierte Teil wird, ne? Der wurde ja announced. Ich bin gespannt, was sie da für eine Story machen werden. Wer soll da der Feind werden? Also klar, natürlich immer noch die Self wahrscheinlich, weil die werden wiederkommen, weil es war ja nur der Anfang. Das war gerade mal halb das Tor offen mit diesem komischen Tentakel-Typi. Oder Vieh, und dann haben wir schon vernichtet, aber ich glaube, es war nicht alles. Oder neuer Held. Oder Nomad, wie wir schon gesagt haben. Der war ja auch die ganze Zeit weg. Was, wenn Nomad auf der anderen Seite die ganze Zeit ist? Das wäre auch heavy. Wir spielen in deren Welt. Alter, crazy. Na gut, Leute, wenn euch das Video bzw. das Projekt gefallen hat, lasst ein Like, Abo, einen Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.